Hallo zusammen und herzlich willkommen auf dem Kanal von Balkonernte. Wie ihr ja bereits wisst, habe ich in diesem Jahr auch die Möglichkeit, Gemüse in einem kleinen Beet anzubauen. Da die Anbaufläche ein wenig begrenzt ist, habe ich verschiedene Gemüsesorten im Frühjahr ohne große Beachtung der Nachbarschaftsverhältnisse gepflanzt. Darunter waren beispielsweise Salat, Radieschen, Zwiebeln, Knoblauch, Wirsing, Möhren und Kohlrabi. Da sich die Kohlrabis mit ihren großen Blättern sehr gut entwickelt hatten, litten wiederum andere Pflanzen darunter, weil sie eben nicht genügend Sonnenlicht abbekamen. Damit die anderen Gemüsesorten aber nun nicht benachteiligt werden, kommen jetzt erstmal die zwei Kohlrabis raus. So gibt es wieder mehr Licht im Beet. Und nun schauen wir uns mal die Mohrrüben an, wie sie sich so entwickelt haben, denn diese sind schon lange erntereif. Die Möhren wurden bei mir nur teilweise vereinzelt und daher sehen manche auch etwas sonderbar und schief aus. Bei einigen Exemplaren erkennt man stellenweise auch den Befall der Möhrenfliege. Aber trotzdem ist mitunter auch eine schön geformte Möhre mit bei. Ja, und so sieht die kleine Tagesernte aus dem Beet dann aus. Ideal als Snack für die Frühstückspause auf der Arbeit. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, um weitere Erntevideos nicht zu verpassen. Oder schaut doch einfach mal auf Facebook vorbei. Bis dahin, macht's gut und bis bald!